Warum muss ich als Rentner für meine Rürup-Rente freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben wieder eine Beratungsanfrage bekommen von einer Kundin und die schreibt uns: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin 67 Jahre alt und bekomme seit April 2019 eine Altersrente. Ich bin nebenbei noch als selbstständige Friseusin weiterhin beruflich tätig und beziehe neben der Altersrente noch eine Rürup-Rente und später dann auch noch eine fondsgebundene Rentenversicherung. Jetzt kommt die Krankenversicherung unserer Mandantin und sagt, wir möchten freiwillige Beiträge haben und zwar in Höhe von über 300 Euro pro Monat. Und unsere Mandantin sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, wieso muss ich denn jetzt auf meine Rürup-Rente und auf meine fondsgebundene Altersrente hier noch freiwillige Beiträge zahlen? Wer eine Altersrente bezieht, ist im Normalfall über die Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert. Das ist eine besondere Krankenpflichtversicherung nur für die Rentner. Voraussetzung dafür ist, dass der Rentenbezieher seit seinem Rentenantrag rückwirkend für die zweite Hälfte seines Versicherungslebens davon mindestens 90% davon Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein muss. Das liegt bei unserer Mandantin alles vor, gar kein Problem. In diesem Fall würde sie auch nur den halben Beitrag zur Krankenversicherung zahlen und auch nur den halben Zusatzbeitrag. Den Pflegeversicherungsbeitrag müsste sie dann voll bezahlen. Und die andere Hälfte die Rentenversicherung, wieder Arbeitgeber sozusagen. Andere Einkünfte wie Mieten, Pachten, private Renten und so weiter würden in diesem Fall nicht beitragspflichtig sein. Sie hören schon das Wort würden nicht beitragspflichtig sein. Wenn ich aber als Rentenbezieher neben meiner Rente weiterhin hauptberuflich selbstständig tätig bin, kann ich nicht Pflichtmitglied in der Krankenversicherung der Rentner werden. So steht es in § 5 Absatz 5 SGB 5 geschrieben. Das heißt, unsere liebe Mandantin wird nicht Mitglied in der KVDR werden, solange sie als selbstständige Friseurmeisterin hier arbeitet, sondern sie ist freiwilliges Mitglied in der Krankenversicherung. Und wer freiwilliges Mitglied in der Krankenversicherung ist, dem muss klar sein, als freiwilliges Mitglied in der Krankenversicherung muss ich auf die gesetzliche Rente, auf meine privaten Renten, auf die Rürup-Rente, auf die Mieteinnahmen, auf Kapitaleinnahmen, auf Zinsen ab einer bestimmten Höhe und so weiter und so fort den vollen Beitrag allein zahlen. Also den vollen Beitragssatz von 14,6% auf die gesamten Einnahmen zahlen. Das heißt also, alles wird zusammengerechnet und darauf dann 14,6%. Und genau aus dem Grund muss unsere Mandantin hier die freiwilligen Beiträge zahlen, weil sie nämlich hauptberuflich selbstständig neben dem Rentenbezug tätig ist. Eine gute Nachricht habe ich noch für Sie. Wenn Sie Ihre hauptberuflich selbstständige Tätigkeit beenden und dann einen Antrag stellen auf Aufnahme in die KVDR, das dürfte auch gar kein Problem sein, dann müssen Sie wiederum auf die Rürup-Rente und auf die fondsgebundene Altersrente keine Beiträge mehr zahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.